Ja, da guckt der Päcker, was da gleich wohl aus dem Labor rauskommt. Und ich bin auch ganz, ganz gespannt, wenn das Ding hier fertig ist, was uns da erwartet. Und wir werden das natürlich nicht verpassen. Damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratuto, beim Clan True Warriors. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, was hier gleich rauskommt. Aber was mir auch aufgefallen ist, oh, ich wollte es nicht verschieben, bei den Päcker hier, bei der, die das Päcker, was es auch immer ist, die Schwerter, die glühen so cool. Muss ich echt mal sagen, der Flimmer-Effekt. Also Supercell, nach wie vor, gibt sich echt Mühe bei den kleinen, aber feinen Detailsachen hier. Also finde ich immer wieder schick, dass sich da ein Entwickler die Mühe macht und auch darüber nachdenkt, auch bei einer kleinen Erweiterung, also PK 4, PK 5, nochmal so ein bisschen einen neuen Effekt einzubauen. Aber jetzt in 10 Sekunden mal sehen. Es laufen ja hier aktuell noch die Barbaren drinne. Das wären jetzt meine Max-Barbaren und mal sehen, ob die jetzt sofort fertig sind. Sie müssten eigentlich sofort fertig sein, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau oder nur noch eine ganz kurze Laufzeit haben, aber zack. Jetzt ist es fertig, 777 da, 5 Tage, 1 Stunde. Eigentlich stimmt das nicht, denn ich habe exakt vor einer Woche, ihr könnt euch daran erinnern, habe ich dieses Labor angestoßen und es wurde mir ja gesagt, ja, du musst einmal ein- und auslocken, aber ich müsste eigentlich gleich zwei Bauarbeiter frei haben, denn hier oben, ja, in 2 Minuten wird mein zweiter Bauarbeiter frei. Da läuft der X-Bogen aus, dann wollen wir mal gucken, was wir mit dem Bauarbeiter machen. Aber ich denke mal, wir loggen jetzt einmal aus und einmal ein, weil ich habe auch eine Stimme gehabt. Da hieß es dann nämlich, bloß nicht gemmen, einmal aus und einmal einloggen, dann ist ganz fertig. Oder aber man muss ein bisschen länger warten. Das stelle ich jetzt mal fest, ob ich länger warten muss oder nicht. Also wir gehen hier einmal raus, hoppla, und gehen hier wieder rein. Mal sehen, ob das, oh, wurde beendet. Oh, eieieiei. Jetzt stürzt das Spiel schon ab hier. Nein, stürzt nicht ab. Lädt jetzt nochmal durch. Mal sehen, wie weit die jetzt sind. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha, noch 34 Minuten. Okay, das kann in etwa hinkommen. Denn ich habe sie ja nicht direkt zum Start angestoßen, sondern ein ganz kleines Stück später. Also 34 Minuten. Ja, das können wir irgendwie aushalten. Aber heute hat auch mal wieder jemand bei mir im Video nicht aufgepasst und hat gesagt, Mann, jetzt hast du so viel Gold reingefahren. Gib das doch auch mal aus. Ja, natürlich werde ich das Gold ausgeben. Und ich habe auch gesagt, worin ich das Gold hier investiere, nämlich in Mauern. Und deswegen wollen wir uns natürlich an der Stelle hier auch etwas erleichtern hier um ein paar Gold. Das heißt also, wir machen hier jetzt mal weiter. Das war, oh, das, oh, besser nicht. Ich hätte es fast gemacht. Also nehmen wir hier erstmal und machen unsere restlichen Mauern, denke ich mal, alle einmal durch. Dann habe ich die fertig. Das nervt mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, dass ich hier, ja, ich will nicht sagen, so Low-Mauern habe, aber dass sie noch schwarz sind, die sollen jetzt mal eine kleine andere Farbe annehmen. Sie sind ja immer noch schwarz und bleiben dann auch noch schwarz, aber kriegen ja schon diesen schönen Lavastreifen mit rein. So, eine Mille und noch eine Mille. Blank, null. Auch nicht schlecht. Einmal komplett so richtig schön auf null. Also wunderbar gemacht hier, aber ich habe natürlich ein bisschen was im Petto. Und zwar, ja, so ein bisschen habe ich hier noch drin. So, 268, ja. Ich habe hier natürlich auch noch, nicht da, sondern ihr habt das ja gesehen. Ich habe hier auch noch reichlich drin. Also hier ist noch was drin im Pott. Da geht in jedem Fall noch was hoch. Und ich muss mal eben einmal hier reinschauen. Oder, ach nee, ich kann ja in die einmal reingucken. Ihr kennt das jetzt schon. Blue Walls. Oh, 2 Stück noch. 2 müssen wir da noch machen. Okay. Dann machen wir die beiden auch. Die sind da hinten am Rathaus. Am Rathaus, an der Clanburg. Und ja, so ist das, als er war es gar kein Platz in der Base hier. Also die noch angestoßen hier. Und die auch noch. So, dann haben wir die haben wir erstmal fertig. Und ihr seht das, ich habe den zweiten Bauarbeiter fertig. Und wir haben ja gesagt, wir machen in jedem Fall mit einem Bauarbeiter. Ah, nee. Wisst ihr, was wir als erstes machen? Wir machen erstmal den langweiligen Quatsch hier. Und zwar machen wir erstmal hier die ganzen Juwelen und Bäume weg hier. Meine Base ist ja in einem unaufgeräumten Zustand.
So, ich glaube, jetzt sieht er schon ein bisschen ordentlicher aus. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als ein YouTuber, der anfängt, seine Büsche in Clash of Clans hier abzuholzen und lässt dabei die Zeit verdaddeln. Nein, ich habe natürlich ein bisschen vorgespult. Und ich will es jetzt nochmal wissen, ob das jetzt wirklich die Endzeit ist hier. Also wir gehen hier nochmal rein. Ob das jetzt wirklich die Endzeit ist. Denn ich will... Ja, es ist in etwa die Endzeit. Es ist in etwa die Endzeit von den Barbaren. Das kann auch in etwa passen. Und wir wollen natürlich die Bowler anstoßen. Also die 10 gönnen wir uns. Die haben wir gerade durch die Büsche reingekriegt. Also nächste Max-Truppe hier bei mir. Die Barbaren. Auch wenn ich die so gut wie gar nicht nutze. Aber irgendwann kann man die Truppe ja mal sicherlich gebrauchen und benutzen. Und ich hatte das ja vorher angekündigt. 200.000 Kosten hier. Ist, glaube ich, auch die dunkelste Truppe. Nein, ist es nicht. Er ist natürlich die blaueste Truppe. Also immer blau, der Typ. Sondern der teuerste hier mit 200.000 und ich denke mal die 14 Tage, zack, da hauen wir einen Sack. Dann sind wir da auch schon mal auf Null. Jetzt hättet ihr fast gesagt, ja, das ist ja auch nicht schlecht. Nein, natürlich ist es schlecht, denn ich will ja Clankrieg spielen und brauche dafür Dunkles. Also ein bisschen muss ich mal reinfahren. Aber wir haben hier einen Warden und wir haben Bauarbeiter. Und hier läuft das, hier läuft das Lager noch nicht. Okay, also stoßen wir erstmal das Lager, denke ich mal, an. 7 Tage, das letzte Lager geht auf seine Reise, denn die anderen laufen ja auch in gut zwei Tagen aus. Und wir haben jetzt noch ein bisschen was über hier um den Warden. Jawohl, 2,5 Tage, aber ich habe ja gesagt, ich spiele Clankrieg. Nix da, du bleibst hier nicht liegen, sondern du wachst sofort wieder auf. So, was kostet er danach? Okay, 5 Mille, also wir haben in jedem Fall was zu tun. Und ich mache jetzt aber einmal die Treasury hier ganz leer. Dann habe ich nämlich jetzt auch wieder ein bisschen Elex. Ja, im Moment kann ich das Elex ja gar nicht so wirklich ausgeben. Hier kostet nichts Elixier. Jetzt könnte ich natürlich hier ein bisschen für einen Warden sparen. Ja, ich spare für einen Warden. Ich spare, glaube ich, auf den Warden 4,5, aber ich will ja mit dem Clankrieg spielen. Mensch, Leute, was mache ich? Was mache ich? Ja, ich denke, wir sparen auf den Warden hier einen Tag. Und nehmen erstmal, glaube ich, nur dieses Kanönchen hier. Das läuft einen Tag. Ja. Wir nehmen die Kanone hier einen Tag und natürlich wollen wir heute noch Action sehen. Ich werde mit meinem RH9-Account hier im Clankrieg angreifen. Genug jetzt gefaselt und, wie sagt er immer so schön, Action. Und damit kann ich auf jeden Fall mal wieder eine Frage beantworten. Kannst du die schwarzen Ränder wegmachen? Nein, kann ich nicht wegmachen. Also natürlich kann ich sie wegmachen. Du siehst das ja, ich kann sie wegmachen. Aber dann sieht das so aus, als wenn ich mein Tablet in die Breite ziehe. Und das ist natürlich nicht so. Deswegen ist die richtige Auflösung diese hier, nämlich 16:10. Und ich bleibe einfach so. Also das sind die Antwort geht an Paul Wollschläger, der mir geschrieben hat, kannst du die schwarzen Ränder wegmachen. Ich versuche immer, diese schwarzen Ränder wegzumachen. Aber es ist technisch bedingt, Paul. Ist einfach so. Aber wir wollen hier jetzt Action im CK haben. Und deswegen machen wir hier jetzt auch einen Angriff am Tablet mit der Armee hier. Also ich habe, das kann ich euch gleich sagen, ich habe mir diese Base hier rausgesucht. Wir müssen hier ganz hart unsere 9er rausbügeln, denn wir haben unten überhaupt keine. Wir haben unten mal wieder 4 8er und der Gegner hat nur 9er. Also das gleiche Spielchen wie im letzten CK. Aber in diesem CK gehe ich jetzt mal mit Hexen vor. Denn diese Luftabwehren hier stehen ja sehr, sehr tief. Also es sind ja wirklich alle 4 in der Mitte. Und ich denke mal, das ist so eine schöne Hexenbase. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das mit der CB mache. Da muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, wir greifen jetzt einfach mal an. Und ich gucke einfach mal, ob das mit Hexen klappt. Ich bin ja nicht so der gute Hexenangreifer hier. Das kommt noch dazu im RH9-Bereich. Und aber mal gucken, ob mir das an der Stelle jetzt mal ganz gut gelingt. Ich weiß es wirklich noch nicht. 1, 2, 3, 4... So, dann nehmen wir mal 2 von denen dahinter. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwo ein Tesla hier in der Ecke ploppt oder sowas. Das wäre natürlich richtig blöde an der Stelle. Und ich habe hier einen Magier. Habe hier eine nette, muss ich mal gucken, ich habe eine nette Queen. Und vor allen Dingen muss ich jetzt den muss ich nochmal schießen lassen einmal. Dann kommen wir hier jetzt nämlich auch in die Base rein. Mit Bowlern im Gepäck nochmal 3 Hexen hinter. Und dann gucken wir mal, ich wollte hier springen. Mal sehen, ob meine Truppen überhaupt so weit kommen. Das muss ich jetzt erstmal checken. Hier so, hier müssen wir erstmal richtig durchwuteln. Und dann schauen wir mal, wo geht denn die Clanburg hin? Okay, die Clanburg geht teils nach da, teils nach da. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber wir müssen uns hier jetzt echt mal richtig durchprügeln. Und mal sehen, ob meine Hexen das da oben regeln können an der Stelle. So,
Jetzt muss ich hier mal mein Heil werfen. Also ich habe heute mal einen Heilzauber dabei. Das ist ja auch nicht schlecht, so für die Mitte. Und mal gucken, ob meine Helden... Okay, mein King ist jetzt leider schon gestorben, weil da immer noch der blöde Babydrache in der Mitte ist. Oh, kacke, der macht mir meine ganzen Truppen da zunichte. Und die Hexe eiert da hinten rum. Ach, das wird natürlich nur ein Zweisterner, denke ich mal. Müssen wir mal sehen, denn außen sind doch meine ganzen Heiler draufgegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür. Und kann jetzt zwar noch die Queen hier zünden, aber ich denke mal, das wird doch ein bisschen arg viel. Müssen wir mal gucken. Oh, jetzt gibt es ja noch eine Riesenbombe. Und jetzt muss ich sie auch zünden, weil dieser blöde Bombenturm schon anfängt, meine Hexe hier zu bekämpfen. Meine Hexe. Da werden nur zwei Sterne. Scheiße. Aber was willst du machen? Ich bin kein so guter Hexenangreifer, aber ich denke mal, die Base hat sich gut angeboten. Der Sprung war, glaube ich, auch gut. Aber vielleicht waren die Zauber... Ah doch, die waren ganz gut gewählt. Aber der doofe Babydrache hat mir ein bisschen Stress gemacht da, weil sich die Clanburg geteilt hat und ist nicht komplett irgendwo hingegangen, wo ich sie habe doppelgiften können, sondern ich musste irgendwo zwei Gifts hier schmeißen und jetzt ist natürlich meine Queen. Ich lasse das mal auslaufen. Hoffnungslos verloren. Okay, ich habe das ein bisschen vorgespult, dadurch waren das jetzt trotzdem nur zwei Sterne. Mit 89%, was willst du machen? Ich gucke mir jetzt gleich einen zweiten Gegner aus, denn ich habe morgen fürchterlich wenig Zeit zum Angreifen hier. Wir müssen hier einfach die Neuner packen und ich gucke mal, wen ich mir als zweites hier raussuche. Das mache ich jetzt mal offline und dann sehen wir uns gleich zum zweiten Angriff einfach wieder. So, zweiter Angriff. Ich muss eben noch mal was wegstellen. So. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Base machen soll, aber ich nehme jetzt keine frische Base, sondern ich nehme mir hier die 16, weil für die hatte ich jetzt gebaut. Und sicher bin ich mir nicht, was ich hier mache, aber wir können uns die Base mal anschauen und uns mal den Plan anhören, den ich eigentlich habe. Also komische Base hier. Aber ich habe tatsächlich vor, über diese Ecke hier reinzukommen, da über das Lager. Um den Feger hier zu schnappen, die Luftabwehr hier zu schnappen, die Queen hier zu schnappen, den X-Bogen. Mal gucken, wie weit meine Truppen so kommen. Und würde dann eigentlich ganz gerne über diese Lager hier tatsächlich durch diese Base hier meine Hunde jagen. Bis nach ganz hinten hin mal gucken. Weil der hintere Feger hier, der steht nach da. Und von da komme ich natürlich nicht mit meinen restlichen Truppen. Also gucken wir mal, wie mir das gelingt hier. Ja, ich habe jetzt nur ein Gift dabei. Der muss mal reichen, denn ich brauche ein bisschen mehr Eil hier in der Base. Aber mal schauen, wie mir das jetzt mal so gelingt. Also gehen wir wieder live rein. Und jetzt muss ich mal gucken, wo rennt so ein Golem hin hier, wenn ich ihn da setze. Okay, der rennt auf eine Mauer. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wo rennt der hin? Der rennt nicht auf eine Mauer. Das ist nicht gut, deswegen müssen wir hier mal rein und müssen jetzt mal hier rüber springen. So, Queen gesetzt, King gesetzt, Bola dahinter und ja, jetzt muss ich mal gucken, dass die hier in die Base mal ordentlich reingehen. Mal sehen, wann die Clanburg kommt. Ich habe ja echt nur ein Gift jetzt dabei und deswegen muss ich die jetzt auch schon mal richtig schön wütend machen hier. So, ein Gift, der muss jetzt mal reichen an der Stelle und jetzt heile ich hier mal meine Truppen durch. So, jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wie viel ich hier jetzt tatsächlich in der Base hier brauche. So, zwei Stück. Mal gucken. Und, na komm, 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 komm. Mach da die... Oh. Und jetzt verließen sie mich wieder mit den Heil. Mal sehen, ist denn überhaupt noch ein Hund von mir über? Ich meine, die Hunde waren ja jetzt nicht, oder die Luftabwehren sind hier nicht so stark, jetzt wie die Hunde hier. Und, aber ich glaube, ja, die Base... Die ist mir wenigstens gelungen hier. Der scheiß Minenwerfer macht jetzt auch nicht mehr viel. Und ich habe auch genug Cleanup hier drin. Also ich kann es doch noch. Mann, Mann, Mann. Ich habe schon ein bisschen an mir gezweifelt. Aber ich meine, so eine Base, die machst du hier nicht über das Viereck, wenn du ein ordentlicher Angreifer bist. Und ich behaupte einfach mal, ich bin ein ordentlicher Angreifer. Und würde nie über dieses große Viereck kommen. Sondern immer schön von einer schönen geraden Seite. Ich meine, hier unten sind die auch schön gerade. Aber ihr habt ja gesehen, was hier ums Rathaus gelauert hat. Also Teslas ohne Ende. Und die Fallen sind hier sicherlich auch. Also für ein Go-Hockey ist das hier schon eine waghalsige Sache. Und ich denke mal, mit Luft war die Base, die war halt luftschwach.
Ja, sie hatte auch nicht die starken Luftabwehren jetzt. Und deswegen habe ich auch, meine Pops sind aufgegangen. Ich habe wenigstens hier den 3-Stern rausgeholt. Jo, das ist auch erstmal gewesen. Ich habe jetzt unheimlich viel vorproduziert in den letzten Tagen hier, weil ich in den nächsten Tagen echt wenig Zeit habe dafür. Aber ich hoffe, die Live-Action hier mit dem bisschen RA11 am Anfang hat euch auf jeden Fall gefallen, auch mit den Rändern. Paul, das muss mir nachsehen. Alle anderen sehen mir das nämlich nach und finden das nicht schlimm. Die erfreuen sich der Action hier und ich erfreue mich an eurem Schauen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.